So, meine Damen und Herren, nun kommen wir zu unserem letzten Thema, das Sie möglicherweise auch erst für einen Scherz gehalten haben. Der konkursreife Eishockey-Bundesligist ECD Iserlohn, der 5,8 Millionen Steuerschulden hat, soll sich in Libyen 1,5 Millionen besorgt haben. Als Gegenleistung sollten die Kufencracks aus dem Sauerland Werbung für das grüne Buch machen, in dem der libysche Revolutionsführer Gaddafi seine Ideologie verbreitet. Tatsächlich sind die Iserlohner gestern Abend mit entsprechenden Werbetrikots zum fälligen Meisterschaftsspiel gegen Rosenheim angetreten. Ronald Faisel hat die aberwitzige Szene zwischen Skandal und Provinzposse beobachtet. Kein Märchen aus 1001 Nacht. Der Treffer zum 3:3 Endstand zwischen dem ECD Iserlohn und dem SB Rosenheim. Torschütze Jürgen Lechel. Finanzielle Beihilfe Mohamed Gaddafi. Der Ex-Bürgermeister von Hemer, Hans Meyer, vermittelte den Kontakt zwischen dem im Konkursverfahren stehenden ECD und dem Weltzentrum zum Studium des grünen Buches. Autor Gaddafi beschreibt in dem frei verkäuflichen Werk Ideologie und Philosophie seines Staates. Für dieses grüne Buch soll der ECD werben. Ein Witz? Nein, ich glaube, das ist kein Witz. Aufgrund des guten Kontaktes von Herrn Meyer nach Libyen bin ich darunter gefahren. Habe mit dem Zentrum des Grünen Buches eine Vereinbarung getroffen, die vorsieht, dass wir das Grüne Buch auf unserem Trikot vorstellen. Und ich meine, dass es nichts anderes ist als das, was andere Clubs auch sagen. Große Konzerne wie Höchst oder amerikanische Goldstar, japanische Goldstar-Firmen auf anderen Trikots. Ich finde da nichts bei, es ist Literatur. Der Autor ist Muammar Gaddafi und ich meine, dass das zu vereinbaren ist. Wann kommt das Geld? Ist das konkret? Es ist so, dass wir darüber verfügen können, nicht nur für den ECD, sondern dass das treuhänderisch verwaltet wird. Es sollte im Grunde dafür da sein, die guten Beziehungen zwischen beiden Völkern zu vertiefen, freundschaftliche, sportliche Beziehungen auch aufzubauen. Und denkbar ist, dass vielleicht auch noch mehr kommt, wenn die Hilfe größer sein muss, als wir gedacht haben, dann ist das also denkbar. Ist es mehr oder weniger als 1 Million? Nein, die Vereinbarung lautet über 1,5 Millionen Mark. Was niemand für möglich gehalten hatte, trat ein. Ohne eine Genehmigung des Deutschen Eishockeybundes kamen die Sauerländer mit dem grünen Buch auf der Brust aus den Kabinen. Jubel und Pfiffe von den Rängen. Kapitän Mike Bruce zu dem neuen Werbevertrag. Ja, ich bin zuerst Eishockeyspieler und was der Vorstand mit irgendeinem Werbepartner ausgemacht hat, geht mir als Spieler eigentlich nichts an. Und das ist auch die Meinung der Mannschaft? Glaube ich schon. Aladins Wunderlampe brennt für den ECD seit gestern in Libyen. Ein Anhänger hat sich bereits darauf eingestellt. Die Meinungen der Fans sind jedoch geteilt. Mal, wenn unsere Wirtschaft hier sich nicht traut, ein paar Mark rauszutun, also dass sie geizig sind sozusagen. Und wir sind also Fans hier und wir wollen den ECD halten. Und wenn die Sponsoren hier, also wenn es hier keine gibt aus dem Raum, und dass sie aus dem Ausland geholt werden müssen, dann ist das traurig genug schon alleine. Ich meine, für mich ist wichtig, dass sie hier spielen. Nee, Gaddafi auf keinen Fall. Ich meine, im Augenblick sagen alle, mir ist das egal, wo ich das Geld herbekomme. Aber wenn das nächste Flugzeug hochgeht, dann sagen sie alle wieder, schimpfen auf den und jetzt wollen sie ihn da haben. Ich weiß nicht. Hundertprozentig in Ordnung. Warum? Fast 50% derer, die heute Abend anwesend sind, kaufen Öl aus Libyen. Dafür kauft Gaddafi Waffen. Für das Geld, was Gaddafi im ECD gibt, kann er keine Waffen mehr kaufen. Ist doch positiv, oder nicht? Ja, also ich bin davon überzeugt, dass es schon ein sehr geschickter Schachzug von Weifenbach gewesen ist, diese Sache überhaupt einzuläuten. Denn selbst wenn die Trikotwerbung durch den Bundestag oder durch den Innenminister verboten werden sollte, allein die Publicity, die er durch die heutigen Fernsehauftritte hat, sind die 1,5 Millionen, die es angeblich gegeben hat, wert. Meine persönliche Meinung ist, er hat sich selber die Zukunft für seriöse Geldgeber verbaut. Ich persönlich verlasse spätestens dann die Halle, wenn die Meute hier anfängt zu schreien, Gaddafi, wir danken dir. Die neue Vereinsfarbe des ECD nun libysch-grün? Grün-weiß gestern in Iserlohn nur die Fans des SB Rosenheim. Am kommenden Montag, meine Damen und Herren, erhält der ECD Iserlohn einen neuen Konkursverwalter. Wer aber schickt eigentlich mal dem Deutschen Eishockeybund einen Verwalter, der dafür sorgt, dass dort rechtzeitig die richtigen Maßnahmen getroffen werden? Warum hat der DEB dem vermeintlich blauäugigen Herrn Weifenbach nicht vorher unmissverständlich klargemacht, dass die grüne Buchaktion von gestern mit den Richtlinien des Deutschen Sportbundes überhaupt nicht in Einklang zu bringen ist? Dann hätte uns vielleicht das ganze Theater erspart bleiben können. Politische und religiöse Neutralität waren bisher ein unbestrittener Grundsatz des deutschen Sports.
Auf der turnusmäßigen Hauptausschusssitzung des Deutschen Sportbundes in Frankfurt fielen heute deutliche Worte, die mein Kollege Jürgen Emich für Sie zusammengefasst hat. Die Rede von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann wurde nach den aktuellen Ereignissen der vergangenen Tage mit großer Spannung erwartet. Dem Minister ging es übrigens wie vielen von uns. Er glaubte zunächst an einen Faschingsscherz. Ich halte das, was geschehen ist, für eine eklatante Verletzung des Grundsatzes der politischen Neutralität des Sports. Und ich darf an dieser Stelle sagen, dass ich hoffe und erwarte, dass der Deutsche Eishockeybund die notwendigen Maßnahmen gemäß seiner Statuten ergreifen wird. Und ich erwarte auch, dass der deutsche Sport, und es gibt ja schon eine Reihe von Stimmen, in seiner Gesamtheit einer solchen krassen Fehlentwicklung, man stelle sich vor, das würde Schule machen, konsequenten Widerstand entgegensetzen wird. Die Autonomie des Sports ist also gefragt, aber da fangen die Schwierigkeiten ja auch schon an, denn Iserlohn hat alle vor vollendete Tatsachen gestellt, auch den DSB. Und für alle neue Einstellungen. Der Deutsche Sportbund, seine Mitgliedsorganisation und Vereine sind, wie in den Satzungen ausgewiesen, politisch neutral. Ein solcher Vertrag würde aber, wenn er denn inhaltlich den Darstellungen in der Presse entspricht, nicht nur gegen die festgelegte politische Neutralität, sondern auch gegen die Gebote der Gemeinnützigkeit und des Vereinsrechts verstoßen. Der DSB vertraut darauf, dass der Deutsche Eishockeybund als der zuständige Spitzenverband diesen Vorgang schnellstmöglichst prüfen und entsprechende Konsequenzen ziehen wird. Soll hier der Sport als politischer Vorposten missbraucht werden? Wissen die Verantwortlichen überhaupt, was sie tun? Der gesamte Sport hätte die Folgen eines solchen politischen Unsinns zu tragen. Dies kennzeichnet die Dringlichkeit des gemeinsamen Handels am deutlichen. Meine Damen und Herren, wenn Wüstensöhne Eishockeymannschaften kaufen können, ist die höchste Alarmstufe erreicht, ist der Gipfel des politischen Geschmacks schon weit überschritten. In der Frankfurter Eishalle ist eine für das morgige Gastspiel der Iserlohner geplante Tombola zugunsten der Hinterbliebenen der an der Startbahn West erschossenen Polizisten um eine Woche verschoben worden. Aber was bleibt, ist die Ratlosigkeit der Funktionäre. Ich habe mich sofort mit dem dafür Zuständigen im Vorstand des DEBs, Herrn in Verbindung gesetzt, Herrn Dr. Eichler, der ist leider auf einer Geschäftsreise, aber es liegt also kein Antrag bisher vor auf die Genehmigung dieser Werbemaßnahme. Wir müssen jetzt natürlich noch entscheiden, können die am Sonntag mit diesem Dress spielen oder müssen wir es verbieten? Na, das hat sich wohl inzwischen erledigt, denn es gibt mittlerweile ein Fernschreiben an Herrn Weifenbach, unverzüglich dieser Art Werbung zu unterlassen. Mal sehen, ob er sich morgen dran hält. Ich habe zum Schluss noch ein paar Meldungen für Sie, meine Damen und Herren. Tennis.